Ich bin in ein Kaufmannshaushalt reingeboren worden, damit groß geworden. Das ist mein Leben. Ich bin jeden Tag auf der Fläche. Wer mich kennt, kennt mich im Kittel. So kennen mich meine Mitarbeiter. So kennen mich die Kunden. Und so fühle ich mich wohl. Auch unser Sohn ist damit aufgewachsen, auch durch seinen Großvater. Ja, sein Wunsch kam, diesen Beruf zu erlernen, als er so 12, 13 war. Wir befinden uns hier in der alten Maschinenfabrik in Ratingen. War seinerzeit der größte Arbeitgeber. Gebaut wurde diese Maschinenfabrik 1899. Vor allen Dingen haben wir die Originalfotos aus dieser Produktionszeit im Laden wiederleben lassen, sodass Ratinger Bürger noch den Arbeitsplatz ihrer Vorfahren erkennen können. Aufgrund der langen Zeit, die ich zwischen Wunsch, Planung und Entwurf, es waren fast 10 Jahre, habe ich genügend Zeit gehabt zu planen. Die Frischwarenbereiche in ausreichender Form von Platz und Größe. Vor allen Dingen auch ist jede Frischwarenabteilung mit dem Team der Bereiche entwickelt worden. Zufriedenheit stand im Vordergrund. Zufriedenheit für den Kunden, dass er das Sortiment komplett sieht, aber auch Zufriedenheit für den Mitarbeiter, dass er sich mit seiner Abteilung identifiziert und auch wohlfühlt. Der Fachgeschäftscharakter bei der Bedienung ist der Wochenmarkt und der Wochenmarkt bedient. Ich bin damit groß geworden seit den 60er Jahren, dass bei uns Obst und Gemüse bedient wurde. Wir haben uns da nicht neu erfunden, wir haben das nie abgestellt. Alle Dinge, die neu sind, sind erstmal interessant. Die Befeuchtung halte ich für sehr innovativ. Eigenproduktion ist sicherlich unser Steckenpferd. Unser Ziel sind 10% Anteil am Gesamtumsatz Eigenproduktion, die wir auch nahezu erreicht haben durch den Betrieb unseres Bistros, also Handelsgastronomie, sowie einer hohen Anzahl an Kuchenproduktionen. Durch alle Sortimente, überall Eigenproduktionen, die wir selber erstellen.